Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW und ich bin endlich mal wieder auf Natur unterwegs, dieses Mal mitten im Schwarzwald. Und wenn du Lust hast, mich zu begleiten, bleib dran. Für heute habe ich überhaupt kein festes Ziel, auch keine klare Route. Ich werde einfach mal gucken, wo es mich hinführt. Aktuell habe ich hier eine alte Spur entdeckt und der werde ich jetzt einfach hinterherlaufen und mal schauen, wo sie mich hinführt. Und so wie es aussieht, hat mich die Spur zu einem kleinen Bach geführt. Ich denke, ich werde jetzt den Bach noch ein bisschen entlang laufen und dann mal gucken, wo ich dann rauskomme. Ja. Also es ist im Moment saukalt, minus 5 Grad. Es kommt immer mal wieder die Sonne raus, aber es sieht einfach fantastisch aus, wie alles hier weiß ist. Jetzt fängt es auch noch an, etwas zu schneien. Ist natürlich doppelt so anstrengend, hier durch den Schnee zu laufen, aber sieht richtig cool aus hier.
Jetzt fängt es auch noch richtig an zu winden. Eiskalt. Und was ist das da vorne? Ich glaube, da vorne ist sowas wie eine Kapelle. Gehe ich mal hin. Was steht hier? Hubertuskapelle, okay. Dann werde ich, glaube ich, hier mal eine kleine Pause einlegen. Ein wunderschönes Panorama, ob man sieht das klasse aus. Im Moment komme ich wieder richtig gut voran. Hier im Wald ist der Schnee zum Glück nicht so tief. Es windet auch nicht mehr so stark durch die Bäume. Und ja, die Sonne lässt sich auch wieder blicken. So macht es im Moment richtig Spaß. Später werde ich mir noch einen schönen Lagerplatz suchen und etwas zu essen kochen. Denn durch den Schnee, das ist schon deutlich anstrengender, aber macht Spaß. Schaut euch mal den Baum an. Total morsch von innen. Ich habe jetzt schon ein ordentliches Stück hinter mir. Ja, und dann so langsam wird es auch Zeit für ein Lager. Kleiner Zwischensnack. Dann werde ich nachher was Gutes zu essen machen. So. Ich glaube, ich habe jetzt hier meinen Lagerplatz gefunden. Dann werde ich gleich Tarp aufbauen, Hängematte installieren und dann endlich was zu essen machen, denn so langsam habe ich richtig Kohldampf. Jo, das ist der Plan. Ah.
Also, mein Schlafsetup steht, diesmal mit Hängematte wieder unterwegs. Ich muss aber zugeben, ich habe mir ein bisschen schwer getan, heute alles aufzubauen. Ich weiß nicht, ob der Schnee irgendwie mein Hirn einfriert oder so. Jetzt steht alles soweit. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen länger gebraucht, als ich eigentlich wollte. Deswegen habe ich es auch nicht mehr gefilmt. Die Temperaturen ziehen wieder an. Wir haben aktuell minus 7 Grad. Also ich merke, es ist richtig kalt. Deswegen koche ich mir jetzt noch schnell was Warmes zu essen, denn ich habe richtig Kohldampf jetzt bekommen. Und dann verziehe ich mich in meinem Lager, kuschel mich in den Schlafsack ein und hoffe, dass es nicht allzu kalt an dem Schlafsack wird. So, gekocht wird heute mit dem guten alten Trangia-Kocher. So. So, der Trangia brennt. Das Eis schmilzt auch langsam. Noch ein bisschen Nachschub. So. So, die Karotte schäle ich jetzt noch so ganz grob. Dann schneide ich einfach Stücke in das geschmolzene Eis, sprich in das Wasser. So, ich habe noch Kartoffeln dabei. Die schäle ich jetzt auch mal ganz grob. So, ja, dann auch die Kartoffel einfach klein schneiden und als Würfel in den Topf hineingeben. Thank you.
Also ich freue mich jetzt richtig gleich auf diese Suppe. Oder Eintopf ist das eher. Schön mit lecker Karotten, Kartoffel. Dann kommen gleich noch Bohnen dazu. Salz, Pfeffer abschmecken. Ich habe noch Landjäger dabei. Da werde ich jetzt auch einfach kleine Stückchen von dieser Wurst reinschneiden. Und ich merke, selbst durch diesen kleinen Drangia-Kocher, diese Wärme, das tut jetzt richtig gut. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es heute so kalt wird. Aber so kann man sich täuschen. So. Okay. Jetzt lasse ich das Ganze ein bisschen köcheln und danach kommen die Bohnen noch dazu. Mann, hab ich einen Kohldampf. Dann gucken wir mal. Oh ja, das kocht schon richtig gut. Oh, wie das duftet. Herrlich. So, dann können bald die Bohnen schon dazu. Lecker. Schon gar nicht so schlecht. Jetzt noch alles schön warm werden lassen und dann kann ich essen. Also, mein Eintopf ist jetzt fertig und ich freue mich jetzt tierisch, den zu essen, weil mir ist richtig kalt. Das sollte mich dann wieder schön von innen wärmen. Ach, schön heiß auf jeden Fall. Ihr glaubt gar nicht, wie lecker sowas ist. Ganz einfach, aber hier draußen. Oh, super lecker. Oh, das tut gut. Ja, nach dem Essen habe ich mich jetzt hier in den Schlafsack verkrochen, habe es mir in der Hängematte bequem gemacht. So langsam bekomme ich auch endlich Temperatur hier rein. Die Außentemperatur selber weiß ich gar nicht, wie die aktuell ist, aber es hat nochmal mächtig angezogen, also es ist schweinekalt. Und ja, jetzt habe ich noch so ein bisschen hier aus der Hängematte in den Wald geschaut. Dann, ja, außerdem Rauschen des Waldes hört man hier ja nichts, aber es ist richtig schön. Und dann, ja, würde ich mal sagen, das war für heute. Alles in allem hatte ich heute eine schöne Wanderung hierher. Auch wenn ich mir, ja, wenn ich es mir ein bisschen schwer gemacht habe hier mit dem Lager aufbauen. Warum auch immer. Aber jetzt habe ich ja alles. Jetzt kann die Nacht kommen. Ja. So.
So, guten Morgen. Ja, die Nacht war ziemlich kalt. Es ist jetzt 6 Uhr. Und ich packe jetzt auch meine Sachen zusammen und mache mich wieder auf den Heimweg. So, jetzt habe ich nicht mehr weit. Dann bin ich endlich bei meinem Auto. Ja, alles in allem eine sehr schöne Wanderung gestern. Die Nacht, ja, schweinekalt, aber hat funktioniert. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal.